zusammen. Hier gibt es aus der Reihe Bilder übertragen ein Video dazu, wie ihr ein Bild mit der Hilfe von Licht abpausen könnt. Kurz vorab für alle, die meckern wollen, weil man nicht abpausen sollte oder gar darf. Wieso sollte man das denn nicht? Wenn es euch oder wenn es bei der gestellten Aufgabe mehr um den Gestaltungsprozess, also um das eigentliche malerische oder zeichnerische Durchgestalten des Bildes geht, dann spricht da erstmal nichts dagegen. Und auch beim Abpausen lernt man etwas über die Linien, Formen und über Größenverhältnisse. Wenn ich daher gerade nicht das Zeichnen nach der Natur üben will, ja, dann ist das Abpausen eine gute Methode, um mir diesen Schritt zu sparen und um direkt mit einer korrekten Bildkonstruktion weiterarbeiten zu können. Eine Möglichkeit, eure Vorlage zu übertragen, ist das Abpausen mit Hilfe von Licht. Bei dieser Methode nutzt ihr eine Lichtquelle, um eure Bildvorlage zu übertragen. Diese Methode ist allerdings nur dann brauchbar, wenn ihr mit einigermaßen dünnem Zeichenpapier arbeitet. Ansonsten hilft euch das Licht nämlich auch nicht, das Motiv unter eurem Blatt erkennbar zu machen. Für den Fall schaut mal nach anderen Übertragungsmethoden. Erstens könnt ihr fürs Übertragen mit natürlichem Licht arbeiten, indem ihr an einem Fenster arbeitet. Klebt dazu eure Motivvorlage an die Fensterscheibe. Achtet darauf, dass sie wirklich glatt aufgeklebt ist. Hängt dann euer Zeichenpapier darüber. Durch das von außen auffallende Licht, das jetzt von hinten auf eure Papiere scheint, könnt ihr eure Vorlage deutlich besser erkennen und jetzt die Linien des Bildes vorsichtig abzeichnen. Noch besser seht ihr, wenn es in eurem Raum dunkel ist. Daher geht am besten irgendwo hin, wo ihr die Lampen ausschalten könnt. Und Achtung, das klappt natürlich nicht so gut, wenn eure Lichtquelle fehlt, weil zum Beispiel Schiedwetter ist. Zweitens könnt ihr mit künstlichem Licht arbeiten. Dazu braucht ihr eine künstliche Lichtquelle und eine durchsichtige, flache Scheibe, auf der ihr zeichnet. Ich mache das hier gerade direkt auf einem Bildschirm. Damit der hell genug ist, habe ich im Hintergrund ein sehr praktisches YouTube-Video laufen. 90 Minuten Widescreen. Wenn ihr am Bildschirm arbeitet und eure Bildvorlage sowieso digital da habt, dann könnt ihr diese auch direkt so abzeichnen. Der Vorteil hier ist, ihr könnt die Größe direkt anpassen. Für analoge Bilder könnt ihr euch auch einen einfachen Leuchtkasten selbst zusammenbauen. Dazu braucht ihr eine flache Scheibe oder Plastikplatte, auf der ihr zeichnen könnt, und eine Lichtquelle. Dazu könnt ihr zum Beispiel die Taschenlampenfunktion eures Smartphones nutzen. Ich habe hier einen alten Bilderrahmen, den ich schräg anlehne. Meine Lichtquelle lege ich darunter und schon läuft das. Wenn ihr direkt einen Leuchttisch habt, naja, dann ist das auch praktisch. Alles, was ihr dann noch benötigt, ist eine Bildvorlage in der passenden Größe. Wenn ihr große Vorlagen braucht, dann achtet bei der Bildsuche bitte direkt darauf, dass eure Vorlage eine hohe Bildqualität hat. Das solltet ihr in eurer Online-Suchmaschine direkt voreinstellen. Wenn ihr Bilder mit niedriger Qualität benutzt, dann fehlen euch nämlich Informationen zu den Bilddetails, die ihr eventuell braucht. Achtet also gleich auf eine gute Vorlage. Das waren Beispiele für das Übertragen von Bildern mit Hilfe von Licht. In diesem Video hier zeige ich euch eine weitere Methode, falls ihr Bilder auf einen Untergrund übertragen möchtet, der dicker und daher lichtundurchlässig ist. Lasst gerne ein Like und euer Abo da, aktiviert das Glöckchen für mehr Inhalte und bis bald!